Das war doch alles gut. Warum muss man immer alles ändern? Ich verstehe das nicht. Ich sag dir ehrlich, ich kann das gerade wirklich noch gar nicht fassen. Citroën wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Passt auf, wir haben eine Überraschung für euch. Setzt euch mal lieber hin. 100 Jahre, an denen sich die Menschen in Deutschland daran versuchen, unseren Namen richtig auszusprechen. Heute wird sich das ändern. Aus Citroën in Deutschland wird Citroën. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie ich das meinen Leuten zu Hause sagen soll? Keine Ahnung. Das wird schwierig. 1991, da habe ich das Autohaus vom Vater übernommen. Das war ja nicht immer einfach. Da musst du dich ganz schön unterordnen. Ne? Jetzt bin ich mein eigener Herr und was habe ich davon? Zitrönen. Das Ding, das hängt ganz neu hier, ne? Seit gestern. Herr Hennes, Frage. Man müsste eigentlich die ganze Stele austauschen. Ja, das ist mir zu viel, das ist doch viel zu teuer. Guck mal da gerade ist das Ding und dann ist gut, ne? Kriegst das schon hin. Überall, wo Citroën stand, muss jetzt Citroën stehen. Ne? Ich fand eigentlich Citroën auch gut, ne? Ich frag da keiner, ne? Das ist wirklich, also hier diese Ansteckdinger, Visitenkarten, dann haben wir so kleine Schokoladentäfelküssen, ne? Dann muss ja alles neu machen. Ne? Und für meine Leute, ne? Da ist richtig was kaputt gegangen bei denen. Du, Michael, Wilhelm möchte dir was zeigen. Mhm. Schauen Sie mal ganz kurz. Wegen der indogermanischen Sprachwurzeln bevorzugt die deutsche Zunge eine diphthongische Aussprache in einer Silbe. Zwischenvokale gibt es im Deutschen nicht. Owen. Owen. Man zieht sich eher eine Verletzung zu, als dass der Vokal richtig rauskommt. Owen. Owen. Ja, und? Ich meine, das ist für Anfänger vielleicht schwierig, ja? Für eine ungeübte Zunge, aber doch nicht für uns, oder? Fragen Sie doch mal die Agnes, wie oft ich für Sie ans Telefon gehen muss. Ja, wie machst du das denn, Agnes? Also, Sie tun Auto aus Hennes? Citroën, Auto aus Hennes, Agnes Weber, wie kann ich Ihnen helfen? Testanruf, Agnes. Hast du prima gemacht. Michael. Ach, Peter, ja. Das wird schon schief gehen. Ne? Was genau machen wir jetzt eigentlich mit diesen Sachen hier? Die E's, die habe ich damals alle für teuer Geld importieren müssen, ne? Aus Frankreich. Hierzulande gibt's das ja nicht. Du hör mal, aber vielleicht können wir die Pünktskes von dem E. Vielleicht können wir die für die Ös wieder verwenden. Aber ich meine, wir haben ja schon Ös auf der Tastatur. Ja, da hast du auch recht. Der mag Veränderungen irgendwie gar nicht so. Aber der hat es ja jetzt auch eingesehen. Spricht sich viel leichter. Ne? Zitrönen. Die Dame. Wollen Sie gleich mitnehmen? Natürlich. Ja, ist ja wunderbar. Also der sagt, ihm ging das auch so. Er hat da immer so eine Art Hemmung quasi, ne? Und dann sind die mit so einem Schamgefühl im Bauch darüber und dann kaufen die sich aus Frust ein F*** oder ein F***. Ja, das kann ja jeder aussprechen, ne? Citroën. Das ist gut. Habe ich ja immer schon gesagt. Das ist wie im Restaurant, ja? Da hast du ja auch mal Bock auf das Entrecot, aber da traust du dich da nicht auszusprechen und dann am Ende, zack, bestellst du doch wieder das Schnitzel, ne?